nicht so lustig. Hallo. Hi Jan, ich bin die Christian Wickert-Berg und wollte einfach die Zeit nutzen, jetzt dich mal live zu sehen. Du kennst mich nicht, oh Gott, aber ich meine das Stimme. Das macht gar nichts. Nee. Nee. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir das Buch signierst. Okay. Mit was auch immer. Für die Christa. Für die Christa, das stimmt. Nein, also für Christa. Genau. Für Christa. Genau. Und was auch immer du von der schreiben willst. Schon viele Autogramme gegeben? Ja. Ja. Ich übe schon mal für später Rezepte schreiben. Genau. Kannst du nur den Vornamen dann sparen. Sehr schöne Schrift, ja. Was ist denn das Datum heute? 28. 11. Ganz kurzes. Okay. Aber immerhin, genau. Ich lese dann zuerst mal, dann kannst du dir die eine Seite sparen, sozusagen. Also das Gedicht heißt Lebenswege, eben oder uneben, geradeaus, auf Umwegen. Wie auch immer, es ist dein Weg, der dich prägt und die Menschen, mit denen du dich umgibst, die du liebst, die deine Freude mit dir teilen, eine Zeit bei dir verweilen, um dir zu zeigen, wie wertvoll du bist. Danke. Bitte sehr. Danke, danke. Ja, gerne. Ja, siehst du. Aber von mir. Ja, ja, was ganz Eigenes. Extra für dich geschrieben. Dankeschön. Und mit besten Wünschen für deinen weiteren Erfolg. Der Oberstein gekommen heute. Ja, doch. Ja? Ja, ja. Krass. Und ich habe mir gedacht, das passt ganz gut, weil sie es nicht geschafft haben, das Brasilien. Habe ich gedacht, nee. Ich springe. Nein. Wie lustig ist das? Das ist ein Naturachat. Der ist tatsächlich aus Brasilien, also Jokan, ne? Nee. In dem Film, wo sie da durchgeguckt haben? Nee, das hat nur Jette gehabt. Also Jakob kam nie mit diesem Stein in Berührung, aber... Deshalb dachte ich, ich bringe ihn mal mit. Das ist ja sehr nett, vielen Dank. Der ist woher aus? Aus Rio Grande. Und was ganz toll ist, er hat dieses Dreieck hier drin. Ja. Das ist eher ungewöhnlich. Ja. Also diese Farbtonierung, das gibt es schon mal. Also Hanna, ja, mach immer Fotos mit unserem. Gib dir Mühe. So, wohin? Einfach. Maske. So. Dankeschön. Bitteschön. Willst du noch einfach? Ja, okay. Danke. So. Dankeschön und alles Gute. Danke. Ist jetzt der weitere Weg jetzt? Die nächsten Termine, wo stehen die jetzt an? Uni. Und, also, immer lernen? Ja. Wie viele Semester sind es noch? Noch in der Klinik jetzt 6 Semester und dann noch ein praktisches Jahr im Krankenhaus, also noch insgesamt 4 Jahre. Also doch nicht unbedingt Doktor werden, habe ich gehört, sondern mehr in die Forschung gehen? Ja, aber das ändert sich jeden Tag, weil es kommt auch immer drauf an, was für ein Fach man hat. Wenn man einen tollen Professor hat, der einen so beeindruckt, dann denkt man wieder ganz, und wenn man bekommt, nochmal ganz neue Einblicke. Also das finde ich auch das Schöne am Studium, dass man einfach noch nicht wissen muss, was man machen will. Das ist, man kann einfach die Lehre genießen und gut, der Stress um die Scheine zu bekommen, ist schon da. So, die Mitschüler sind die jetzt wissend? Die Kommilitonen, ja, die waren, also die, das ist sehr lustig, die wären normalerweise nicht in den Film gegangen. Ja. Das wäre ich von vielen aus meiner Generation, weil das ja irgendwie, weiß ich nicht, warum das so ist, aber waren alle sehr positiv überrascht. Ja. Haben den Altersschnitt im Kino gesenkt. Ja, die haben schon die Trailer schon mal geguckt dann im Internet. Kann man schon viel sehen dann.
Und war der Film so insgesamt schwer für Sie jetzt, sag ich mal, zu drehen, jetzt die Texte zu behalten, oder war das, sind das immer nur so kurze Ausschnitte? Wenn an einem Drehtag, ja, da schafft man ungefähr 2 Filmminuten. Mhm. Und in 2 Filmminuten sage ich vielleicht im Schnitt 3 Sätze. Ja. Also vom Text ist das echt kein Problem. Also man muss nicht vorher viel lernen? Man muss wissen einfach, man muss seine Figur verstehen, man muss wissen, wo man ist, man muss wissen, wo kommt die Figur gerade her, wo geht sie gleich hin, in welchem Gefühlszustand ist sie. Also es ist viel, es geht viel mehr in die Tiefe, diese Vorbereitung. Es ist kein oberflächliches, aha, den Text muss ich sagen, sondern es ist einfach, man muss einfach verstehen, in dem Moment, trotz des Chaos, des Setes, in den Zustand der Figur zu finden, und dann versuchen, diese Konzentration, die man für den Drehtag braucht, auch aufrechtzuerhalten. Aber das hat eigentlich schon mal gut geklappt, oder? Ja. Also ich habe den Film jetzt 4-mal gesehen. Was mir aufgefallen ist, dass jedes Mal, bei jedem Mal sehen, die Selbstkritik immer größer. Ja. Aber ja, gut, man guckt so genau. Ja. Ich meine, der Zuschauer guckt ja nicht so ganz genau, ja, wie sie das jetzt gucken. Ja. Oder denke ich schon. Ich kenne ja, ich weiß ja sogar, wo die Walkie-Talkies versteckt sind. Ich weiß, wo der die Angel ist. Ich weiß, wo ja, klar. Ja, also wo das ganze Team steht. Das weiß man echt teilweise noch. Man weiß sogar die Pannen. Oder, oh Gott, diese Szene haben wir 20 Mal gedreht. Oder sowas. Aber das Schöne ist, das geht eigentlich schon in den ersten 15 Minuten so. Mhm. Und irgendwann ist man dann auch als Beteiligter ist man mitten in der Story drin. Und das ist irgendwie. Aber trotzdem, also bei mir, ich habe den Film zum ersten Mal in Venedig gesehen. Mhm. Und da war es schon so, dass man eigentlich dann nur auf sich geschaut hat. Gott, was mache ich denn da? Mhm. Und dann bei jedem Mal schauen, hat man dann irgendwie doch einen allgemeineren Blick entwickeln können. Aber das hat nie funktioniert. Aber und ich glaube, der Versuch. Der Applaus von 20 Minuten gar nicht so mitgekriegt, oder? Das wie so ein 20 Rausch. Minuten sind ja lang. Ja, ja, aber es war wie so ein Rausch mit voll Adrenalin. Das ist so. Ja. Also der Film war schon da gut angekommen. Ja, es ist auch verrückt, wie die einzelnen, wir waren jetzt in Italien mit, in Frankreich, in Deutschland, wie so die einzelnen Nationen oder die einzelnen Städte, wo wir waren, verschieden auf den Film reagieren. Also man hat gemerkt, die Italiener haben mitgelebt und die waren so dabei. Die Pariser waren sehr kritisch, also war sehr ruhige und ernste Stimmung während dem Film und am Ende war so eine, auch ein riesen Applaus. Und in München, da habe ich das Gefühl gehabt, dass die Leute sich, weil die nicht diese, die hatten halt diese Problematik mit dem Dialekt, was ja die Franzosen und Italiener durch Untertitel nicht haben, und da war einfach nochmal eine ganz andere Reaktion, weil da hat sie, glaube ich, viel mehr der Dialekt beschäftigt. Und das hat man echt so gemerkt. Aber es waren alles so tolle Leute, die man da kennengelernt hat. Und aber Sie haben jetzt manchmal nicht platt gelernt jetzt hier zu Hause, jetzt oder Hunziker Blatt. Die Eltern haben da bestimmt Hochdeutsch geschwätzt, oder? Ja, meine Eltern reden schon Hochdeutsch, aber nee, auch kein richtiges Hochdeutsch. Ach, nicht also, so ein Mischmasch. Einer aus Hannover wird merken, dass meine Eltern kein Hochdeutsch könnten. Ja. Nee, wenn man hier groß geworden ist und da keine Ahnung, ein paar Lehrer hat die Hunziker-Blatt reden, mit den Großeltern kann man nur Hunziker-Blatt reden, dann färbt das schon ab. Dieses Cover hier vorne, wo sie auf dem Berg stehen, ja. Wo ist das gedreht? Im Lützelsohn, das ist, wenn man in Schlierschi durchfährt, kommt man irgendwann im Wald auf eine Gabelung und da muss man links abbiegen und dann so einen Hang runterfahren. Also ist schon versteckt, man kann das ja nicht so einfach jetzt finden. Ja, auch sehr interessant, das ist wegretuschiert worden, da ist normalerweise ein Seil an meinem Fuß, weil es geht wirklich steil runter, es geht noch viel tiefer runter und da waren 2 Männer aus München von einer Stuntfirma da, die auch bei Inglourious Basterds und so weiter die Stunts gemacht haben, so ganz erfahrene Stuntmänner. Und die haben mich hier gesichert und du musstest da schon länger stehen und wir haben da ganz oft den Schrei geübt, weil er ist immer mit Walkie-Talkie in Kontakt mit seinen Schauspielern gewesen und er hat dann immer gesagt, ja, mach mal bitte so oder mach mal so und dann. Ja. Man trennt. Es ist immer alles so, man denkt immer, wenn man den Film jetzt guckt, dann steht der Jakob, wuhu. Ja, so, es war schnell gedreht, aber es ist schon so eine Sache von 3 Stunden, bis man die Kamera eingestellt hat, bis irgendwie, dass die Lichtverhältnisse stimmen. Es ist ja auch so, dass auch, darf ja kein Flugzeug im Bild sein oder keine Ahnung. Es ist was für ein Himmel war jetzt hier? Blauer Himmel oder? Oh Gott, da kann man so nicht sagen. Nee, weiß ich nicht mehr.
Hallo, hallo. Hallo. Voll im Stress. Ach, hi. Hi, grüß dich. Hallo. Hallo. Ey, war mal vor mir dran. Nee, nee, wir sind fertig. Ach so, okay. Ja, ja. Das ist so lustig. Ja, bitte einmal ganz, ganz kurz für die Dame. Die welche Dame? Ne, die möchte mit Druck. Ach so, doch, komm. Ach, ich spüre was, so, da zieht man nicht, da zieht man nicht. Mit Buch. Mit Buch. So. Für Loni? Loni, L-O-N-I. Ja, okay. So, also, da machen wir das. Ja. Danke. Schönes Wochenende. Ja, ja, ja. Loni. Genau. Ja. Ja, ganz lange. Wo sind sie her? Leidenegg. Von Lahnig. Lahnig. Da, wo die Ältere herkommen. Genau, so. Genau. Der Vater. Und der Dieter. Genau, kommen beide. Mit dem Dieter bin ich zur Schule gegangen. Ja. Hat er auch schon ein bisschen Schauspieler, hat er vorher in der Schule nicht so gemacht, oder? Ja, da zu dieser Zeit hat man das noch nicht so... War das mit dem Film? Edgar Reitz war ja noch nicht aktuell dann in der Zeit. Nee. Ja, schon was Besonderes hier, so ein Star aus dem Kino hier im Haus Sachen. Kommt nicht so oft vor, aber. Nee, kommt nicht oft vor. Ja. Wollen Sie schon mal den Kinofilm gucken? Ja, nicht nur einmal. Echt? Zweimal? Ja. So interessant? Ich kann mich gar nicht absehen. Echt toll. Sind Sie auch hier aus dem Hunsrück? Aus Kreuznach. Aus Kreuznach. Aber ich kenne ganz viele hier und so den Bezug. Und ich habe hier mal ein paar Monate gearbeitet in Kirchberg und habe mich irgendwie in den Hunsrück verliebt. Und jetzt der Hauptdarsteller steht jetzt vor Ihnen gleich. Ja, das ist unglaublich. Unglaublich. Zweimal schon? Ja, ich konnte mich einfach nicht sehen. Ich fand das so toll. Das ist auch so, dass es auch ein Film ist, den man auch ruhig zweimal gucken kann, weil da so lange ist und so viel passiert, gell? Und dann ist so viel drin und so viele Details. Also die Umsetzung, also bis ins kleinste Detail. Alles durchdacht. Ja. Ich bin immer bestimmt Spaß gemacht haben, da müssen wir. Also es kommt, also wenn man ganz ehrlich ist, ist es auch so, dass es schon auch hart ist. Und auch man muss viel mit Kritik umgehen können und so, aber es ist ein Geschenk, bei sowas mitmachen zu dürfen, weil man einfach sich selbst besser kennenlernt, man lernt die Figuren besser kennen, man lernt, wie die Filmform so ein bisschen tickt, also ist schon cool. Das gefällt mir sehr gut. Das ist so groß. Das ist so groß. Und das da ist, wie ist es so groß? Wird es per Post geschickt oder wie? Nee. Wir wissen nicht, ob das angenommen wird. Ja. Ach so. Ja. Nee, das da ist über den Film. Das ist, ich weiß gar nicht, was das ist. Die Erzählung, an sich die Grunderzählung. Das ist die Erzählung, gell? Deswegen. Deswegen dachten wir uns, das passt. Okay. Danke. Boah. Das ist ja wunderbar. Ja, nochmal eins. Ulala. Da kommt schon. Moje. Moje. Und? Geht's gut? Ja. Gut. Ja, schön. Wo seid ihr denn hergekommen? Augsburg. Nee, von Augsburg. Aber mein Vater ist von hier. Extra, natürlich. Nee. Nee, mein Vater ist von hier, also wir sind zu Besuch. Ah. Wofür der Weg hin? Wollen Sie ein Buch signieren lassen? Oder? Ja, ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Jan, hallo. Hallo. Ich freue mich, dass ich das hier bei Ihnen signieren lassen darf. Das Buch für meine Schwester. Ja, die war so restlos begeistert. Und ich bin dann die Woche drauf auch im Kino gewesen, war genauso begeistert. Ja, und die hat gesagt, weh, du schenkst mir das Buch,
weil das ja nicht so billig ist, gell? Aber das war ja dann schon, also hoffentlich schenkst du mir das. Und das mit Soundfall. Genau. Und jetzt signieren sie das noch. Jetzt schreiben wir am besten mal vielleicht hier rein für Margret, aber vor dem G noch ein R. Margret. Vor und nach dem G ein R. Genau. Ist ja auch lustig, ne? So. Was ist der Inhalt dieses Buches? Was geht's da? Ja, das ist ja der Bildband zu diesem wunderschönen Film. Wo jetzt im Moment läuft. Ja, und ich hoffe, dass der auch in der ganzen Bundesrepublik viel läuft. Mhm. Denn ich habe jetzt mal überall geguckt, ja, in den Programmkinos, aber eigentlich ist es mir zu wenig. Also ich wünschte, dass der Film doch bundesweit auch eine große Resonanz hätte und begeistert aufgenommen wird. Ich denke, das braucht so seine Zeit ein bisschen. Ja, obwohl man soll das Eisen schüren. Ja. Man soll das Eisen schüren. Genau. Schön. Wahnsinnig. Aber den Film muss man auch öfters mal sehen. Ja. Von einmal allein, das ist zu wenig. Das sieht man auch zu wenig, gell? Aber es ist ein Film, auch den man im Kino schauen muss, meiner Meinung nach. Das habe ich jedem gesagt. Egal, wem ich jetzt von dem Film vorgeschwärmt habe. Ich habe gesagt, das braucht ihr euch nicht im Fernsehen anzugucken, sondern unbedingt im Kino. Ja. Gell? Ich kenne einen, der hat sich den jetzt schon viermal angeschaut. Ui. Das ist es. Haben Sie das Buch schon gelesen oder jetzt gekauft? Nein, ich war im Film. Film? Ja. Und? Großartig. Immer wieder, oder? Großartig. Ach, hallo. Hallo. Aber gibt es das auch als Taschenbuch? Nein, so, das ist die Ausgabe. Also, es gibt drei verschiedene Bücher. Also, das ist sehr, sehr beeindruckend. Hallo. Dankeschön. Danke. Ich mache ihn mal. Es war einmalig. Ja? Ja. Und das ist eigentlich schon ein Buch. Signiert man? So richtig schwungfrei, gell? Für Barbara, oder? Nein, das ist für Sabine. Sabine, okay. Geistbauer. Aber ohne Nachnamen, oder? Einfach nur ja, für ja. Sabine. Ja, das, ach, das ist ja toll. Wer kennt sie jetzt denn? Jan Schneider? Oh, und auch ein Kastlau. Ja, 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 ja. Schon von klein auf? Nein. Toll, also das sieht aus. Mit Datum oder ohne Datum? Kann man Datum machen. Schön. 28, 16, 15, das finde ich toll. 13. So. Ach, wunderbar. Ich danke.